Hey Leute, heute haben wir hier ein Smartphone, das in einem Wassereimer gelandet ist, von der Marke Honor. Habe ich vorher noch nie von gehört. Keine Ahnung, wie es genau aufgeht und wie es drin aussieht. Das Handy ist in einem Eimer voll Putzwasser gelandet und lief danach erstmal noch kurz, ist dann von alleine ausgegangen und ließ sich leider nicht mehr starten. Jetzt versuchen wir mal, das Gehäuse zu öffnen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das alles so richtig ist, wie ich das mache. Mir ist auch ein kleiner Fehler passiert. Das zeige ich euch auch gleich, dass euch der Fehler nicht passiert. Aber zuerst mal öffnen wir jetzt hier dieses Plastik-Backcover. Erstmal einen Anfang schaffen hier mit dieser Klinge, weil der Spalt extrem klein ist und man da eigentlich mit kaum einem anderen Werkzeug wirklich drankommt. Und jetzt fahre ich hier außen rum. Das verformt sich so richtig, ja, das ist Kunststoff, aber das geht auch wieder zurück in die Originalform. Das ist kein Problem. Das ist bei den Huawei-Handys sehr ähnlich vom Öffnen. Auch hier den Anfang finden und dann einmal außen rumfahren. Keine Sorge, dass ihr das Plastik da verformt, weil das ist so elastisch, dass es eigentlich wieder zurück in die Originalform geht. Das Handy ist rundrum, zumindest am Backcover hier, verklebt, ist aber nicht wasserdicht, wie man gemerkt hat. Der Kleber müsste auch neu aufgetragen werden, um es wieder richtig dicht zu bekommen. Hier geht es aber jetzt erstmal ausschließlich um die Datenrettung. Das sind Fotos und ein Haufen anderer Sachen auf dem Handy drauf, die man noch haben möchte, die leider natürlich nicht gesichert sind oder nicht auf einer SD-Karte sind, sondern auf dem Handy gespeichert. Und dementsprechend müssen wir hier jetzt gucken, dass wir das Handy wieder zum Laufen bringen, dass wir zumindest die Daten sichern können. Bei Wasserschäden an Handys ist es eigentlich immer der Fall. Eine Langzeitreparatur ist es nicht, was man hier macht, sondern eigentlich nur für die Datensicherung. Da haben wir jetzt Wasser hinten schon im Cover drin. Man sieht diese ganzen Tropfen. Ist auch richtig nass alles. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Um die Linsen von der Kamera rum sind auch überall Wassertropfen. Gerade hier jetzt an der Seite oberhalb. Das müssen wir gucken, dass wir das so gut wie möglich alles abtrocknen. Natürlich die Platinen auch trocken bekommen. Ich denke, dass da irgendein Kurzschluss drauf ist, der durch einen Wassertropfen oder Korrosion bedingt ist. Die naheliegendste Vermutung ist halt eigentlich entweder Korrosion auf der Platine oder an einer Steckverbindung. Wenn da Wasser eindringt, bildet sich relativ schnell Korrosion daran und dann funktioniert die Steckverbindung nicht mehr richtig. Wichtig, wenn ihr so Handys aufschraubt, immer die Schrauben so sortieren, wie ihr sie rausmacht. Es kann sein, dass die Schrauben unterschiedlich lang sind und wenn ihr dann die falsche Schraube an einer anderen Stelle reinschraubt, wo sie eigentlich nicht hingehört, könntet ihr im schlimmsten Fall mit der längeren Schraube irgendwas beschädigen, indem ihr das in irgendeine Platine oder im schlimmsten Fall sogar von hinten ins Display reinschraubt. Deshalb Schrauben sortieren beim Rausmachen und wieder genau so reindrehen, dass ihr da nichts durcheinander bringt. Hier unten haben wir jetzt die Ladebuchse und einen Lautsprecher und so weiter. Da machen wir erstmal die Abdeckung ab und schauen uns die Platine darunter an, wie das aussieht. Es erinnert von innen sehr an die Huawei-Handys, muss man sagen. Jetzt müsste man diese Plastikabdeckung hier eigentlich einfach abheben können. Die ist meist dann noch so eingeklippt. Kopf aus dem Bild, bitte. So. Und da ist jetzt, glaube ich, das ist der Lautsprecher hier unten. Der ist da noch drin. Und da muss man natürlich auch gucken, dass wir das Wasser rauskriegen und so viel Staub wie möglich. Natürlich kann sowas auch schon Probleme machen, wenn hier Wasser drin ist. Aber ein defekter Lautsprecher sollte jetzt nicht unser Problem sein. Wie gesagt, wollen wir hier eine Datensicherung von dem
Handy machen. Das Board unten ist relativ klein. Bisschen Wasser ist da drin, aber eigentlich nicht sonderlich viel. Mal die Steckverbindung lösen. Die sind einfach nur von oben so aufgedrückt. Das ist dieser NFC-Sender, Empfänger, Sender für das kontaktlos Laden oder Bezahlen zum Beispiel. Jetzt machen wir einfach mal oben rundherum alle Schrauben raus. Und da ist mir jetzt auch schon ein Fehler passiert gleich. Das zeige ich euch aber ganz genau, dass euch der Fehler nicht auch passiert. Diese Aufnahme hier ist jetzt schon einige Wochen her, aber das Handy läuft bisher immer noch problemlos. Wie gesagt, ist es aber eigentlich nicht Sinn der Sache, solche Wasserschäden wieder instand zu setzen, weil es kann sein, dass die 2 Stunden laufen danach, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Jahre. Aber man kann es nie garantieren, wie lange, bis doch irgendwelche Korrosionsschäden auf der Platine das Ganze wieder lahmlegen. Deshalb eigentlich empfehlenswert ist es nur, die Sicherung der Daten auf dem Handy zu machen und dann das Handy zu tauschen. So, das ist jetzt hier die vorletzte Schraube. Eine Schraube habe ich aber noch übersehen. Die sitzt nämlich links neben der Kamera, links oben ist ein kleiner weißer Aufkleber. Links oben in der Ecke. Und unter diesem Aufkleber sitzt noch eine Schraube. Die habe ich leider übersehen. Ist auch schön versteckt. Hätte mal dran denken können. Ist ja auch nicht das erste, was ich auseinanderbaue. Da werde ich jetzt so ein bisschen unsanft diesen Rahmen ausbauen, weil halt die eine Schraube noch drin ist. Wie gesagt, in Bezug auf Datensicherung brauchen wir das Plastikteil nicht mehr. Deshalb ist es kein großes Problem. Ja, das Plastikteil ist natürlich auch da drauf geklippt rundrum. Das ist das, was jetzt hier so ein bisschen irreführend ist. Das geht grundsätzlich, selbst wenn alle Schrauben raus sind, gar nicht so leicht ab. Das heißt, das müsst ihr so ein bisschen da raushebeln, dass sich alle Clips vorsichtig lösen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Dementsprechend, ja, ist es doch leicht möglich, dass man da was übersieht. Trotzdem, dass ich jetzt hier nochmal nachgucke, habe ich die Schraube einfach nicht gesehen. Und jetzt ziehen wir mal einfach mal mit ein bisschen mehr Kraft die Schraube da raus. So. Ja, das Teil ist ab. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Ist aber natürlich nicht so gedacht. Jetzt erkenne ich den Fehler, dass da noch eine Schraube gewesen wäre. Ja. Macht nicht denselben Fehler, wenn ihr so ein Handy auseinanderbaut. Wenn ihr irgendwo solche Aufkleber habt, macht die einfach mal ab und schaut mal unten drunter, ob da noch eine versteckte Schraube ist. Und hier unten drunter haben wir jetzt einiges wieder an Feuchtigkeit auf der Platine. Man sieht auch schon, wie sich das Wattestäbchen hier verfärbt. Das heißt, das sind schon die ersten Anzeichen von Korrosion und natürlich auch Staub und Dreck, der halt in so einem Handy drin rumgeistert. Und das machen wir jetzt so gut wie möglich erstmal alles trocken. Aber eigentlich sieht es korrosionsmäßig jetzt gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick.
Das hätte ich mir deutlich schlechter vorgestellt. Auch die Ladebuchse ist okay. Und jetzt haben wir schon mal den Effekt, dass das Handy zumindest versucht hochzufahren. Warum das jetzt auf einmal das macht, keine Ahnung. Weil ich habe den Startknopf, glaube ich, gar nicht gedrückt. Vielleicht unbewusst. Ja, gut, aber hochfahren tut es immer noch nicht ganz. Jetzt machen wir erstmal hier die ganzen Kontakte und Platinen erstmal so weit mit Druckluft sauber, sage ich mal. Wir versuchen das Wasser zu verdrängen, was noch irgendwo zwischen den Bauteilen hängt. Druckluft in der Dose ist da ganz praktisch, dass das sauber, ihr habt keine Ölrückstände drin oder sonst irgendwas. Das könnt ihr dafür bedenkenlos benutzen. Wie immer, Link unten in der Videobeschreibung für mein ganzes Equipment, wenn ihr sowas braucht. Das ist manchmal wirklich hilfreich. Ihr solltet aber vermeiden, mit der Druckluft in irgendwelche Lautsprecher oder Mikrofone reinzupusten, weil die können dadurch natürlich kaputt gehen. Aber hier sieht man auch richtig schön, wie die Wassertropfen sich so über die Platine bewegen und langsam verschwinden. Ja, es hängt noch im Hochfahren fest irgendwie. Deshalb werden wir jetzt mal die ganzen Steckkontakte einmal alle lösen und mal uns die Kontakte genauer angucken. An dem Kontakt unten liegt es nicht. Ja, jetzt ist das Ganze sogar wieder ausgegangen. Also es könnte sein, dass das untere Board noch einen Kurzschluss hat und deshalb das Ganze nicht funktioniert, solange das unten angesteckt ist. Stecken wir es nochmal ab und probieren es ohne. Wenn ihr Wasser zum Beispiel in der Ladebuchse drin habt oder so in dem USB-C, kann das natürlich zu einem Kurzschluss führen, wenn ihr dann diese untere Platine absteckt, den Stecker rauszieht. Dann ist die natürlich nicht mehr mit dem Handy verbunden. Nachteil ist, ihr könnt es halt nicht mehr richtig laden. Es kann wirklich sein, dass so ein Fehler durch einen Wassertropfen verursacht wird, der noch irgendwo in dem Gerät drin ist und an einer ungünstigen Stelle festhängt. Zuerst mal hier diese Verbinder lösen, diese Stecker. Und da sehen wir auch schon so ein bisschen Korrosion drunter. Der zweite Stecker sieht ganz gut aus. Aber der linke hier, der hat wirklich schon Korrosion angesetzt. Das reinigen wir jetzt mit Isopropanol, mit der Zahnbürste oder einem Wattestäbchen. Ja, das ist auch das Problem, was halt in Zukunft wieder auftreten kann, wenn so eine Stelle erstmal angefangen hat zu korrodieren oder zu rosten, dann kommt es sehr wahrscheinlich irgendwann wieder, selbst wenn ihr das gut reinigt. Und dementsprechend wird der Fehler irgendwann wieder auftreten. Zur Datensicherung sollte es aber reichen, wenn wir den jetzt gut reinigen. Es ist auch empfehlenswert, wenn ihr das halt direkt nach dem Schaden sofort angeht, das Problem, und das Handy nicht erst noch irgendwie wochenlang in der Gegend rumliegt. Umso länger das Handy mit dem Wasser drin in der Gegend liegt, umso mehr Korrosion entsteht auf so einer Platine erstmal. Jetzt reinige ich hier mit Isopropanol das Ganze. Das verdunstet rückstandsfrei und erzeugt keine Korrosion. Und da kann man so ein bisschen Wasser mit verdrängen. Soweit sieht das Ganze eigentlich gar nicht so schlecht aus, dafür, dass es wirklich in einem Wassereimer versunken ist. So mal den USB-C-Anschluss richtig reinigen und mit Druckluft auspusten. Jetzt kommen doch immer noch überall irgendwelche Tropfen raus, die irgendwo in irgendwelchen Ecken festsitzen. Stecken wir mal wieder alles an und probieren mal aus, ob sich was verändert hat, dadurch, dass wir jetzt die Korrosion hier entfernt haben.
Jetzt noch die Akkuklemmen sind das, glaube ich, hier. Und dann mal schauen, ob es wieder hochfährt. Den Bildschirm hatten wir ja vorhin schon. Das Problem mit dem Handy ist, es hat keine SD-Karte eingesetzt, sondern nur den internen Speicher und der ist randvoll mit Familienfotos über mehrere Jahre hinweg und deshalb wäre es da halt echt schade, wenn man das Handy überhaupt nicht mehr hinbekommt und die ganzen Daten verloren gehen. Der Nachteil, dass das Handy so voll ist, es braucht natürlich eine Weile, bis es hochfährt. Aber es hat sich schon geändert. Wir haben jetzt hier unten diese blinkenden Punkte, die dieses Laden anzeigen und das Handy fährt wieder hoch. Okay, das ist soweit schon mal richtig gut. Jetzt kann man zumindest die Daten sichern von dem Handy. Das Touch funktioniert auch sehr gut. Das Display hat keine Aussetzer. Jetzt fahren wir das Handy erstmal wieder runter und bauen das soweit erstmal wieder zusammen. War eine relativ einfache Geschichte. Es waren Wassertropfen auf der Platine überall, aber das Hauptproblem war der eine Stecker, der schon Korrosion angesetzt hatte. Und jetzt, nachdem das entfernt ist, läuft das Handy noch mal eine Weile. Es ist aber empfehlenswert, natürlich das Handy zu tauschen. Nicht, dass der Fehler wiederkommt. Wie gesagt, Wasserschäden geht es eigentlich immer nur um Datenrettung. Und dann müsst ihr das Handy eigentlich austauschen. Jetzt machen wir die Schraube raus, die ich vergessen hatte. Ja, wie gesagt, macht den Fehler nicht auch. Die ganzen Bauteile habe ich natürlich auch mit Druckluft getrocknet. Man hat auch vorhin beim Zerlegen schon gesehen, dass in der Kameralinse hier überall Feuchtigkeit noch drin war. Und die müsst ihr natürlich auch, das müsst ihr alles entfernen, wenn ihr das Gerät schon offen habt und natürlich alles sauber machen. Es war ja auch kein sauberes Wasser, sondern Wasser aus einem Putzeimer. Dementsprechend müsst ihr es gut reinigen, wenn ihr sowas habt. Ja, jetzt geht es dran, die vielen Schrauben wieder alle an der richtigen Stelle reinzuschrauben. Theoretisch müsste man das hier jetzt nicht machen. Wie gesagt, es geht um Datenrettung. Eigentlich müsst ihr es gar nicht wieder zusammenbauen, sondern in dem Moment, wo es angeht, könnt ihr es anstecken, könnt eure Daten runterladen und das Gerät ist wieder safe. Ich baue es jetzt hier zusammen, dass man es wieder zurückgeben kann. Ja, wie gesagt, es läuft auch nach Wochen noch ohne Probleme. Die Daten sind jetzt mittlerweile alle gesichert von dem Handy, dass da nichts mehr verloren gehen kann, selbst wenn der Fehler wieder auftritt. Und mal schauen, vielleicht kann ich euch mal berichten, wie lange das Handy gelaufen ist, bis es wieder aufgetreten ist, der Fehler. Wie gesagt, in ein paar Wochen läuft es jetzt schon ohne Probleme. Für ein im Wassereimer ertränktes Handy doch ein ganz gutes Ergebnis eigentlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Videokommentare. Ich habe euch natürlich wie immer mein ganzes Equipment, Werkzeug und alles Mögliche unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like auf das Video und ein kostenloses Abo auf meinen Kanal da. Das kostet euch nichts und mir hilft es sehr, meinen Kanal hier aufzubauen. Das Cover habe ich jetzt einfach mal wieder hinten aufgeklebt. Mit der alten Klebedichtung. Die könnte man jetzt natürlich noch erneuern, wenn man das Handy dauerhaft weiter benutzen will. Und soweit funktioniert es jetzt erstmal wieder. Ja, wie gesagt, war eine einfache Sache. Ein bisschen Wasser raus entfernen, ein bisschen Korrosion aus dem Stecker entfernen und dann läuft das Ganze wieder.
Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben in die Kommentare, was ihr denn für Erfahrungen gehabt habt mit so Wasserschäden, ob ihr es hinbekommen habt oder ob ihr daran verzweifelt seid. Ich bin kein Experte, was Smartphones angeht, aber das hier hat doch relativ gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.